Neuer Monat, neues Glück. Ich habe die spannendsten Rossmann-Neuheiten für euch rausgesucht. Und diesmal sind hier einige Produkte drin, die machen mich ziemlich glücklich. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute etwas ganz Besonderes, denn es ist mittlerweile schon der 12. August und ich komme jetzt erst dazu, das Rossmann-Update für diesen Monat zu machen, aus gegebenem Anlass, aber. Was sein muss, muss sein. Ich zeige euch heute alle spannenden Produkte, die es jetzt schon so gibt. Wir haben Vorschauen auf Drogerie-Updates. Wir haben ein Geheimnis, was kein Geheimnis mehr ist, und ein paar wichtige Informationen für euch. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Los geht's. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid alle genauso aufgeregt wie ich. Heute, also, es ist ja jetzt schon abends, wenn ihr das Video seht. Heute ist der offizielle Launchtag meiner Kollektion und es sollte auch so sein, dass die Kollektion jetzt schon online erhältlich ist bei Rossmann. Ich schreibe es euch unten hin. Wenn es so ist, bei Insta oder in dem Community-Post habe ich es euch auch gepostet. Die Filialen werden ab heute erst bestückt. Also wenn ihr heute noch nichts bekommen habt, geht vielleicht Mittwoch nochmal hin, denn es kann sein, dass die Filiale erst ein paar Tage später die Produkte bekommt. Alle Filialen bekommen aber was ganz, ganz wichtig zu Anfang. Meine Kollektion ist jetzt dann offiziell auch da und ich freue mich ganz doll. Was aber auch da ist, sind natürlich viele andere Produkte und ich möchte jetzt nicht nur jeden Tag über meine eigene Kollektion reden. Wir reden natürlich kurz drüber, aber wir haben viele spannende Produkte. Starten wir mit dem ersten. Das ist die intensiv pflegende Fußmaske von Schebens in der kleineren Verpackung. Deswegen war sie wahrscheinlich als neu deklariert. Sie kam mir auch ein bisschen bekannt vor. Das sind diese Fußmasken, die in so einer Sockenform kommen. Ich mag die ehrlich gesagt ganz gerne. Allerdings, ich sag's euch, wie es ist: Ihr dürft euch nicht mehr bewegen. Ihr müsst euch die Dinger auf dem Sofa anziehen und dann müsst ihr da liegen bleiben. Am besten bis zum nächsten Tag, damit das Ganze schön eingezogen ist. Ihr könnt mit diesen Dingern nicht laufen. Ihr legt euch hin, ihr brecht euch, weiß ich nicht, die Hüfte oder was weiß ich. Lasst es lieber sein. Die sind aber sehr, sehr gut. Und ich muss dazu sagen, bisschen viel Information, aber na, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Wir laufen ja im Moment sehr viel. Ne? Danny und ich begleite Danny im Moment fast täglich auf seiner großen Laufrunde, seine 10.000 Schritte. Und das merkt man schon an den Füßen. Gerade wenn man diese 10.000 Schritte hintereinander läuft und nicht über den Tag verteilt, tun die Füße dann schon weh, sind auch ziemlich mitgenommen. Und deswegen habe ich mir das einmal mit eingesteckt. Das werde ich am Sonntag, also habe ich gestern gemacht, dann seht ihr es bald in einem Aufgebraucht-Video. Fand ich ganz spannend. Mit Shea Butter, Macadamia, Nussöl, regeneriert, schützt für samtweiche Füße bis zu 227% mehr Feuchtigkeit. Klingt erstmal gut, waren recht teuer, muss ich sagen. Ne? Also, das war jetzt nicht so super günstig. Ich habe es aber einfach mal mitgenommen, um zu schauen, ob das meine sehr, sehr mitgenommenen Füße retten kann. Hier brauche ich ein bisschen eure Hilfe, denn das habe ich so schon mal gesehen, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie erinnert mich das auch an ein Produkt aus den 90ern: Swiss Opal Intensivhaarkur. Soforthilfe bei sprödem Haar mit D-Panthenol. Struktor. Das kommt in so einer riesengroßen Glasampulle. Und ich habe das noch nie gesehen. Und ich dachte mir, okay, vielleicht stimmt da irgendwas nicht. Ich muss dazu sagen, in meiner Filiale waren gerade viele Angebote noch ich glaube, vom Super Spar Juli oder so. Und im August ziehen sich dann natürlich auch ein paar Angebote. Und dann war das neue Schild nicht mit dran. Deswegen habe ich es jetzt mal mitgenommen. Ich finde, sowas sieht aber immer sehr spannend aus. In meinem Kopf sind so diese medizinisch angehauchten Verpackungen oder die so ganz besonders aussehen, immer effektiver. Ist natürlich totaler Quatsch. Hättest du mir auch, weiß ich nicht, in eine alte Colaflasche abfüllen können und hätte ich wahrscheinlich genauso eine tolle Erfahrung mit gehabt. Aber ich mag dieses Feeling, eine Ampulle abzubrechen. Das ist ja so eine kleine Experience. Soll sprödes und gespaltenes Haar schützen, die durch Salz, Chlorwasser, UV-Strahlen, Haarfärbung, Dauerwellen, Blondierung, also im Prinzip alles, was du mit deinen Haaren gemacht hast, macht deine Haare kaputt und das Ding soll es retten. Auf das gesamte Haar geben, Aktivwirkstoffe, Kombination, nicht ausspülen, werde ich probieren. Werde ich am Sonntag auch machen. Sonntag ist ja wieder meine super Beauty-Routine. Ich bin sehr gespannt, ob ich am Montag aussehe wie ein kleiner junger Gott. Habt ihr da wahrscheinlich in der Story gesehen? Fand ich ganz spannend. Ich glaube, damit komme ich mindestens zweimal aus. Ich werde das wahrscheinlich abends raufmachen und dann über den Montag drin lassen und erst am Dienstag die Haare wieder auswaschen. Trage ich einfach eine Mütze. Sieht aber irgendwie ganz cool aus. Ich gebe euch meinen kleinen Sneak Peek auf Make-up. Ich will gar nicht so viel über die Produkte jetzt reden, das dann zum gegebenen Zeitpunkt. Aber ich habe bei Rossmann einen riesengroßen Aufsteller mit Updates, Vorschauen gesehen. Einmal von Catrice, da gab es viele Neuheiten schon des Sortiments-Updates 2024 Herbst. Und da habe ich mir einmal die Blush Affair Cream and Powder Palette mitgenommen. Leider gar nicht meine Farbe, ist mir viel zu pink. Ich weiß aber, dass viele es von euch mögen.
Ist eine Alternative zu diesen Patrick Tarr-Paletten. Auf der einen Seite haben wir einen cremigen Blushton, auf der anderen Seite einen pudrigen Ton, die sich farblich sehr gut ergänzen. Ne? Der eine ist ein bisschen heller und den könnt ihr dann fixieren. Sehr cremig, sehr pigmentiert, trage ich auch auf meiner rechten Gesichtshälfte. Ist natürlich ein pinker Ton, da kann ich nicht erwarten, dass der soft ist. Aber finde ich ganz spannend, dass Catrice im Moment so ein bisschen sehr auf Alternativen geht, wenn man sich das neue Update anschaut. Ne? Wir haben so einen Hydro Primer, wir haben diese Blush-Palette. Ich glaube, es war noch ein drittes Produkt, fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Das durfte einmal mit, genauso wie der Holiday Skin 4-in-1 Luminizer. Den habe ich ja als Bronzer und als Creme-Bronzer geliebt. Den finde ich ganz, ganz schrecklich leider. Also vom ersten Eindruck her. Das ist so ein 4-in-1 Luminizer-Produkt als Contour, als Blush, als Highlight. Für meine Hautfarbe funktioniert der, glaube ich, nicht. Ich glaube, wenn ihr in den dunkleren Tönen seid, ist das vielleicht ein tolles Produkt für euch, was auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung endlich mal in der Drogerie hat. Das ist natürlich, das ist ein flüssiger Highlighter für dunkle Haut. Ganz klar. Ich würde das nicht als, also es wurde so ein bisschen als Bronzer-Alternative irgendwie vermarktet. Es ist sehr, 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 sehr warm. Es ist sehr, sehr glänzend. Du kannst das vielleicht in deine Foundation mit reinmischen für so einen leichten Summer-Tan. Ich finde, das sind eher so Bronzing-Drops. Hätte man vielleicht auch so in die Richtung kommunizieren können. So wie diese Dinger von Drunk Elephant. Sieht aber ganz spannend aus und wird auf jeden Fall ganz, ganz toll funktionieren bei dunklerer Haut. Falls ihr die Produkte vielleicht schon bei euch getestet habt, schreibt uns unbedingt ein paar Infos dazu in die Kommentare. Ich muss einmal ganz kurz einen Elefanten im Raum adressieren zu meiner Kollektion, weil ich es jetzt in den Kommentaren gelesen habe. Erstmal ein dickes, dickes Danke für die ganzen wundervollen Kommentare, die mich sehr, 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 sehr glücklich machen. Es fühlt sich immer so ein bisschen an wie so ein Fiebertraum, weil man macht so lange seine Konzentration auf dieses eine Produkt und auf diese eine Kollektion und dann ist es da und dann ist es aber auch irgendwie wieder vorbei und dann kriegt man erst das Feedback, wenn die Sachen da sind. Und das hat mich sehr, sehr stolz gemacht. Eine Sache muss ich natürlich dazu sagen, weil ich es wirklich, also ich würde mal sagen, bestimmt 50, 60 Mal gelesen habe. Ich habe immer gesagt, das Zauberpuder. Natürlich heißt das nicht Zauberpuder. Ich weiß, dass es ein Produkt gibt, was Zauberpuder heißt. Ich nenne das nur Zauberpuder. Das ist das Color Correcting Powder. Nix Zauberpuder. Für mich ist es nur ein Zauberpuder, weil es ist schon fast wie Magie. Deswegen fühlt euch da bitte nicht angegriffen, wenn ich das als Zauberpuder betitelt habe. Das ist natürlich nicht meine Absicht, ein anderes Produkt irgendwie kleiner zu reden, was übrigens ein sehr, sehr tolles Produkt ist. Das Zauberpuder, das richtige Zauberpuder, muss ich dazu sagen. Das ist einfach ein Color Correcting Powder, was ein sehr schönes Finish ins Gesicht zaubert. Ja, das Essentials Color Correcting Powder ist mein persönlicher Favorit. Es ist geplant, dass ich am Mittwoch, also übermorgen, eine Reaction auf die Produkte drehe und so ein bisschen auf das erste Feedback, damit ich mit euch darüber reden kann, was vielleicht nicht verständlich war oder so. Ich finde, das ist immer ganz hilfreich, weil für mich die Produkte natürlich so, wie sie sind, stimmig und klar sind und für manche vielleicht nicht. Und da muss ich aber erst drauf warten, wie das Feedback ist. Deswegen, wenn ihr schon Feedback zu Produkten habt oder Fragen zu den einzelnen Produkten habt, schreibt sie mir auch unbedingt in die Kommentare, dann kann ich darauf antworten. Mein Favorit, das wurde ich viel von der Presse gefragt, was meine Favoritenprodukte sind und unter anderem ist es natürlich auch die Duo Face Palette, weil dieser Bronzer Blush Contour Ton Duo ist einfach perfekt. Diese Farbe ist für mich die perfekte Farbe gewesen. Die ist schön kühl, die ist aber nicht so leblos kühl, die ist schön, lässt sich einfach gut auftragen und du kannst sie einfach so schnell und einfach auftragen. Genauso wie der Blushton, den ich mir jetzt gerne nochmal live mit euch raufgeben möchte, der hat natürlich einen richtig schönen Glow. Der erinnert mich so ein bisschen an so einen an einen sehr lieblichen Roséton, den man auch gerne auf den Lippen oder auf den Kissen trägt. Ist ein schöner, peachiger, rosiger Altrosé. Ist eher so ein Altrosé. Da seht ihr, glaube ich, die Farbe. Und von vorne habt ihr natürlich dann das Schimmerprodukt mit drin. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich liebe es Tatsache auch. Habe ich auch auf dem Event getragen. Ich habe den Bronzer als Lidschatten getragen und habe dann den Bouncy Highlighter oben einfach so ein bisschen raufgetoppt aufs Augenlid. Sah sehr, sehr schön aus und wurde ich natürlich oft drauf angesprochen. Mag ich ganz gerne. Allerdings gibt es auch noch was für den Körper von Tesoro d'Oriente. Ich bin durch meine Mutter auf diese Marke gekommen. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Und ich hatte neulich das erste Mal das Bedürfnis, ein Körperpeeling zu machen. Und ich hatte keins. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht holst du dir jetzt doch mal eins. Und dann war ich jetzt vor ein paar Tagen bei Rossmann und habe das hier gefunden. Das ist Arganöl und Orangenblüte Tesoro d'Oriente Hammam. Sehr, sehr schöner Tiegel. Ganz hochwertig gemacht. Die Verpackung muss man wirklich sagen, obwohl die Marke ja recht günstig ist. Und wir haben hier
Das erinnert mich immer an meine Mutter, dieser Duft, ne? Ja. Ganz, ganz intensiv. Ich nehme mal ein bisschen was raus. So ein bisschen schlotzig sieht es aus. Schöne Peelingkörner, nicht zu grob, muss ich sagen. Fühlt sich sehr, sehr weich an. Das an den Beinen mag ich mal ganz gerne. Oder hier an den Oberarm. Da habe ich auch manchmal so wie so eine Reibeisenhaut, heißt das, glaube ich. Riecht toll, sehr stark parfümiert natürlich. Ne? Das ist ein Aroma. Da geht es um Duft. Da geht es jetzt nicht um Skincare. Sondern du hast einfach so einen schönen peelenden Effekt. Fühlt sich gut an. Freue ich mich morgen, das zu machen. Ich mag die Marke sehr, sehr gerne. Ich habe auch viele Body Sprays von der Marke. Ich glaube sogar alle einfach hier. Weil die immer ganz gut sind, um so zwischendurch mal so ein kleines Fresh-Up zu machen. Und so ein Körperpeeling. Ich bin jetzt. Oh, ich weiß, ja, bitte hasst mich nicht dafür. Aber ich bin emotional, bin ich jetzt schon so langsam Richtung Herbst. Und im Herbst verändert sich natürlich auch alles so ein bisschen bei mir. Ich habe jetzt Lust auf Kürbissuppe und ich möchte. Ich gehe nicht baden, aber so emotional würde ich mich gerne in die Badewanne legen. So ein dickes, cremiges Schaumbad mit einer heißen Schokolade, mit Sahne und Keksen drauf. Mache ich natürlich nicht. Aber in meiner Vorstellung klingt das ganz schön. Und dafür, glaube ich, ist das ganz toll. Ich habe ein Produkt für die Lippen vergessen und das ist ganz spannend. Das ist ein Lip Oil von Essence, das Hydra Kiss Lip Oil High Shine Non-Sticky Finish. Dem kann ich zustimmen. Das ist ganz spannend, weil es schwarz ist und unten so ein bisschen rosa und das macht die Lippen auch ein Stückchen dunkler. Ne? Also ihr habt es gesehen, es gibt ja so einen leichten schwarzen, bläulich-lilanen Tint. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Was mich nur so ein bisschen, ja, finde ich immer ein bisschen lustig auf dem Aufsteller, das war ja auch ein Teil der Vorschau, unser TikTok-Star. Kinders, das Ding ist doch noch nicht mal draußen. Aber ich weiß natürlich, dass es schwierig ist, wenn es dann viral geht, das zu machen. Ist in Ordnung, mag ich ganz gerne. Ich bin sehr gespannt auf die Updates, gerade von Catrice und Essence, die jetzt dann auch im Herbst anstehen. Von Essence gab es auch nochmal diesen Juicy Melon Tinted Lip Cheek Blush. Kannst du auf den Lippen tragen und auch auf den Wangen. Ist ein cremiges Produkt. Ist natürlich, wie hätte es anders sein können, ein pH-reagierendes Produkt. Fand ich aber auf den Wangen gar nicht so schlecht. Also bevor ich den Schimmerblush jetzt drauf hatte, habe ich mir den aufgetragen. Ist eine sehr weiche, cremige, gelige Textur. Die Farbe ist natürlich immer gleich. Ne? Also wir haben hier immer so ein Pink, aber der hat so einen leichten Gloss-Effekt mit drauf. Das finde ich ganz schön. Ich bin ja so eine Maus, ich lasse mich selten von anderen influenzen. Aber hier habe ich es tatsächlich gemacht. Und zwar habe ich ganz, ganz viele Videos gesehen zu diesem Produkt. Und ihr wisst ja, meine Haare und ich, es ist wie in einer, so stelle ich mir eine Eheberatung vor. Meine Haare und ich, Maxim und sein Kopf, wir müssen dran arbeiten. Und jetzt habe ich das hier mitgenommen. Das ist ein belebendes Haartonikum. Auch so Tonikum ist so ein Wort, ne? Das ist ja gleich so ein bisschen medizinisch angehaucht, so ein bisschen was anderes als Spülung. So ein Tonikum. So, das ist mit revitalisierendem Rosmarin und hat ganz spannende Inhaltsstoffe mit drin gehabt. Klar, natürlich ist Alkohol mit drin. Musst du reinmachen, sonst funktioniert es nicht. Mauerpfeffer, Meerrettichblätter und Rosmarinöl. Sehr, 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 sehr spannend. Finde ich ganz gut, dass es hier einmal auf Deutsch und einmal auf Latein mitgeschrieben ist, ne? Wie die Produkte heißen. Ich mag das ganz gerne. Ich habe das jetzt schon 3, 4 Tage in Anwendung. Es hat nicht dieses fettige Gefühl auf der Haut und auf den Haaren hinterlassen, dass man die Haare dann auch einfach nochmal stylen kann. Ich nehme natürlich ein bisschen mehr, weil bei mir ist es nicht so schlimm, wenn ich mir die Haare am nächsten Morgen wieder waschen muss. Ich mag den Duft sehr gerne, muss ich sagen. Es riecht halt so ein bisschen, es riecht wirklich, oh, Umkaloabo. Aber nicht so eklig Umkaloabo, sondern der Rosmarin. Als wäre Umkaloabo wäre in Sizilien aufgewachsen. Finde ich gar nicht so schlecht. Probiere ich mal. Ich glaube nicht, dass das jetzt mir Istanbul spart. Das macht wahrscheinlich das Minoxidil. Ne? Schaut euch bitte die. Das ist so lustig, ne? Weil ich hier vorne jetzt Löckchen kriege. Also diese ganzen kleinen Haare hier vorne, die neu sind, Locken. Warum auch immer. Aber nehme ich. Habe ich mitgenommen. Ebenso für die Haare 3 weitere Produkte. Ich finde, die Drogerie geht auch im Moment nicht nur so ins Skincare, sondern auch Richtung Haare. Habe ich mir von Alterra, der Eigenmarke von Rossmann, nochmal den Hitzeschutz mitgenommen. Bio Papaya. Das habe ich nicht gesehen. Oh, es riecht aber gut. Junge, es riecht wirklich gut. Ich rieche die Papaya nicht. Es riecht wirklich so ein bisschen fruchtig, so ein bisschen tropisch. Mag ich sehr, sehr gerne. Man soll die Haare vor Austrocknen schützen, verringert die statische Aufladung der Haare sowie Frizz-Feuchtigkeitsspendendes Bio-Papaya-Extrakt, Betaine und Bio-Aloe Vera und soll bis zu 220 Grad Schutz gegen Hitze sein. Nehmt einen Hitzeschutz, ihr süßen Mäuse. Ganz, 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 ganz wichtig. Konträr dazu
Das hier. Aber ich brauche das. Und ich habe mich tierisch gefreut, dass das wieder da ist. Das ist von Isane, das Softwave Salzspray. Das gab es schon mal in der LE. Jetzt ist es natürlich ein bisschen eine krasse Verpackung, ne? Gibt einfach so ein bisschen Grip in die Haare, aber ohne, dass sie so verklebt sind. Wenn ihr so ein leichtes Feeling an Beachwaves haben wollt, reinmachen, antrocknen lassen, dann nehme ich einen Hitzeschutz, dann lasse ich sie weiter antrocknen und dann gehe ich erst mit dem Dyson sehr grob rein, dass sie so ein bisschen mehr Volumen bekommen. Ich mag den Duft hier lieber als in der anderen. Hier riecht es eher ein bisschen mehr nach Haarsalon. Ist ganz spannend. Es riecht wirklich wie so ein Friseurladen. Nicht wie in der anderen RE. Da hat es nach Grapefruit gerochen und ich konnte den Duft nicht ab. Deswegen freue ich mich, dass sie es so ein bisschen angepasst haben. Ganz, ganz spannend. War nicht teuer. Also die Isana-Produkte, die sind ja wirklich sehr, sehr günstig. Und für meine kleinen günstigen alternativen Mäuse habe ich die Vermutung, dass Isana auch hier eine neue Reihe rausgebracht hat. Diese Freezing Power Kollektion, die uns ja sehr stark an diese gelbe Sprühlackflasche von Gatsby erinnern könnte. Power Hold 72 Stunden einfrieren, 7 Stärke, ultra starker Halt, limitierte Edition, ist wahrscheinlich jetzt limitiert. Riecht auch sehr, sehr intensiv nach, dass es die Haare hält. Komm, wir probieren es mal aus. Oh, das ist wirklich ein Lack, du. Lala. Das ist ein Lack. Das ist ein Lack, der macht wirklich auch Glanz, der macht Halt. Muss ich mir nochmal anschauen. Weiß ich noch nicht. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu lackig und zu nass. Kannst du so, kennt ihr diese Spike-Frisuren aus den 90ern? So in die Richtung. Aber es ist ganz spannend. Ich bin sehr gespannt, wie euch die Produkte gefallen haben. Vielleicht habt ihr ja noch ein weiteres Produkt, was ich mir hier gerne nochmal anschauen soll. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr auf eure ganzen Fotos und eure Verlinkungen, wenn ihr die Kollektion in eurer Rossmann-Filiale vielleicht schon gefunden habt oder ihr sie online bestellt habt. Lasst es mich gerne wissen. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart und wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Tschüss!